Hallo, liebe Dino-Freunde. Manche haben es vielleicht schon gesehen, hier unten steht gratis Münzen. Wenn man da draufklickt, oh, mittlerweile sind es sogar 1400 Münzen. Das ist gar nicht mehr so viel. Ich wollte gerade sagen, lohnt sich überhaupt nicht, diesen Clip anzugucken. Aber 1400 Münzen ist schon ordentlich. Also so viel kriegen wir nicht für ein Level, wenn wir das wiederholen. Also lohnt sich doch. Aber jetzt erst. Also am Anfang hat man da 200 Münzen oder so bekommen. Lohnt sich tatsächlich nicht, diese Clips anzugucken. Aber jetzt kann man das tatsächlich machen. Wir sind heute bei Level 50, eine runde Zahl. Und damit sind wir dann auch hier am Ende von diesem Abschnitt. Level Design wird sich nicht groß verändern da drüben. Aber ja, wir machen das. Wir spielen immer dieselben Dinos. Vielleicht habt ihr mal einen anderen Wunsch, dass ich mal irgendwie andere Dinos ausprobiere. Ich habe im Moment die am höchsten gelevelt und ich komme mit denen wirklich tatsächlich am besten klar. Und deswegen los. Und deswegen los. Ja, genau. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht mehr, ob Level 50 schwer war. Es müsste rein technisch, weil es eine Barriere zu dem nächsten Dings war, müsste es schwerer sein. Aber ich bin mal gespannt. Boah, guck mal, wie wenig ich da abziehe, ne? Oh, ich habe vergessen. Oh, großer Fehler schon direkt am Anfang. Riesiger Fehler. So, ich warte jetzt, bis der zweite da auch noch draußen ist, damit ich die beiden erwische. Das sind ja meine Erzfeinde. Ja, und da kommt da hinten schon noch einer. Mal gucken, ob ich den mit dem Eis erwische, dass ich den auch noch wegkriege. Ja, sehr schön. So, und wir holen jetzt direkt die beiden. Auch wenn das schon fast zu spät ist. Ja, also es ist wirklich... Oh, die rennen aber. Was rennen die denn so? In die Luft sprengen, komm. Ja, sehr schön. So, da ist der Dino schon. Der wird platt gemacht, hundertprozentig. Also der wird das nicht überleben, denke ich mal. Ja, ja, sieht schon richtig bescheiden aus. Habe ich mir gedacht. Ich kann noch keinen neuen holen. So, jetzt. Ist aber zu spät. Jetzt hat er den schon kaputt gemacht. Ja, mal die zwei holen. Also, ihr seht, es ist echt schon knapp. Ne? Also am Anfang zwei Fehler gemacht. Und schon kommen die viel weit. Och, nee. Ja, Mist, diese Piekser. Guckt mal, was die dem abziehen. Also, die, oh, der macht den fast... Ja, der macht den fast tot. Ja, im Prinzip kann ich den schon abschreiben. Ich würde sagen, ich lasse mal von hinten welche neu kommen. Der ist jetzt eh tot. Da ist auch eine Hexe am Werk. So, jetzt holen wir nochmal da und da. Einen Apfel einsammeln. Äpfel brauche ich jetzt gerade echt dringend. Und da hinten kommt schon die nächste Frau. Also die nächste, komm, schnell T-Rex. Schneller. Machst du alle. Oh ja, der muss ganz schön einstecken. Also. Aber hier sind drei Äpfel, sehr schön. Kann ich wieder ein bisschen was herstellen. Und T-Rex wieder nur ganz knapp überlebt. Das ist immer total doof, wenn der knapp überlebt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso ist denn das doof? Ja, weil... Genau, jetzt muss er von ganz hinten wieder neu nach vorne kommen und wäre er halt direkt gestorben, dann hätte ich schon einen neuen holen können. Tja, den hebe ich mal auf, das ist jetzt eh... Das ist gegessen, das Thema hier. So. Ja, diese Wurfeinis sind natürlich auch nicht so toll. Und da haben wir schon den ersten Gegner, der tatsächlich ein bisschen stärker ist. Der, also selbe Frau, aber mit dieser komischen Gesichtsmaske und damit auch extrem stark. Also die ist, bis die kaputt geht, ihr seht, was wir der nur abziehen. Richtig wenig, also fast gar nicht der Rede wert. So, ich muss mich um die kümmern. So, da muss da hinten neue T-Rex kommen. Ich würde sagen, obwohl es auch nicht so aussieht, ist aber schon... ganz gut. Also sie ist fast bis zur Hälfte schon runter. Ich kann mich daran erinnern, dass das sehr viel länger gedauert hat. Die ersten Male bin ich auch wirklich gestorben. Und sie macht ihn noch kaputt.
Sie hat es echt noch geschafft, den kaputt zu machen. Ich krieg echt zu viel hier. So, wir müssen da mal uns... Oh, direkt tot. Ja. Das sind diese ganzen Larrys hier. Richtig scheiße. Da kommen auch richtig viele gerade. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen mal dafür Sorge tragen, dass die auch nicht bis nach hinten durchkommt. Hier mal einfrieren, die gute Frau. Und da schmeißen sie mit ihren Äxten und allem und... Ach, Junge, 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 Junge. Komm. Und da hinten kommt eine Hexe. Ja, super. Die heilt natürlich. Ja, T-Rex direkt schon wieder hin. Also es geht richtig schnell. Ich muss die jetzt einfrieren. Das ist natürlich auch nur ein paar Sekunden, aber... Die entscheiden später. Obwohl, es ist noch eine ganze Ecke bis zum... Also es wird relativ einfach sein. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so einfach wird. Okay, die machen der jetzt. Guckt mal, wie schnell der tot ist. Guckt mal. Bam, bam. Und also der... Ja, das war richtig schnell eigentlich. Aber geschafft. Holy moly. Und... Ja, 1000 Punkte ist nix, ne? Mehr Münzen, ne, wollen wir jetzt nicht. Und hier, naja, okay. Oh, 4000 Münzen kriegen wir für Besiege 50 Neander. Das ist tatsächlich ziemlich einfach. 50 Neander, die kommen ja ratzfatz. Aber die anderen hier 1000 Dinos holen und so ist ein bisschen übertrieben. So, ihr habt jetzt hier noch die Möglichkeit, alte Folgen zu gucken, links und rechts. In der Mitte könnt ihr mich adoptieren. Also dann, ciao, ciao.